Hey Leute, ein Jahr ist vergangen und das Flip 4 sieht aus wie ein Flip 3. Hat sich überhaupt irgendetwas getan? Ja, vor allem drei Dinge haben sich stark verbessert. Der Prozessor, der Akku und die Kamera. Dieses Video wurde unterstützt durch Freenet und sie haben wirklich alles. Internet, TV-Entertainment und Mobilfunk. Und im Mobilfunk alle deutschen Netze. Ja, und natürlich auch alle relevanten Smartphones. Wer jetzt ein Galaxy Flip 4 vorbestellt, bekommt 150 Euro obendrauf auf die Ankaufprämie vom alten Smartphone. Das Tolle bei Freenet ist, dass ihr einen Ansprechpartner nicht nur online, sondern auch vor Ort in einem der über 550 Shops überall in Deutschland habt. Schaut dort auf jeden Fall vor eurem nächsten Smartphone-Kauf einmal vorbei. Wer ein Galaxy Flip nutzt, wird oft darauf angesprochen. Dabei sieht es im aufgeklappten Zustand eigentlich aus wie ein ganz normales Smartphone, aber zugeklappt hat es halt eher etwas von einem Schminkspiegel. Es ist so klein, dass es in der Hose nicht auffällt, in eine kleine Handtasche und sogar in Hemden reinpasst. Ich mag das Glaselement mit den zwei Kameralinsen. Alles fühlt sich super hochwertig an und ist es auch dank dem matten Gorilla Glas Victus Plus und polierten Armor Aluminium, beides branchenführend robuste Materialien. Es gibt vier Farben, Schwarz, Gold, Violett und Blau. Auf Samsungs Webseite kann man gegen einen Aufpreis und etwas Wartezeit zusätzliche 75 Kombinationen erstellen. Das Scharnier wurde deutlich verkleinert und deswegen ist das Flip 4 auch 1 mm kürzer und schmaler geworden. Der Widerstand vom Faltmechanismus fühlt sich immer noch gut an und man kann es halb gefaltet hinstellen. Einhändig öffnen ist eher schwierig. Es wiegt jetzt 5 Gramm mehr, weil der Akku ordentlich angewachsen ist, aber mehr dazu gleich. Auf dem äußeren Display sieht man die Uhrzeit, das Datum und den Akkustand. Ich feiere diese verspielte Gemüseanimation und dass man jetzt seine eigenen Bilder einstellen kann. Es gibt viele Widgets zum Steuern der Musik, mit Wetterübersicht, einem Timer und. Praktisch sind auch die neuen Schnelleinstellungen und dass man auf Nachrichten antworten kann, per vorgefertigtem Text oder Spracheingabe. Dafür muss man das Flip dann entsperren, was über den flinken, zuverlässigen Fingerabdrucksensor super funktioniert oder mit der Gesichtserkennung, die jetzt auch im geschlossenen Zustand klappt. Dadurch musste ich das Flip insgesamt weniger öffnen, immer noch häufiger als ein Moto Razr, aber der Abstand wird geringer. Das faltbare 6,7 Zoll Display ist innen und somit gut geschützt vor Kratzern und Dellen. Das ultradünne Glas ist 18% stabiler und der Kleber der Schutzfolie verstärkt, sodass er sich jetzt nicht mehr ablösen soll. Das war etwas, was beim Flip 3 gefühlt früher oder später jedem passiert ist. Das Display selbst ist aber haargenau dasselbe. Mit Full HD Plus Auflösung, OLED-Technik, lebendigen Farben, tiefem Kontrast, 1200 Nits, Spitzenhelligkeit, einem Loch für die Selfie-Kamera und einem ungewöhnlich langen 22:9 Seitenverhältnis. Das ist etwas, woran man sich gewöhnt, ebenso wie an den Knick im Display. In manchem Licht finde ich den zwar immer noch störend und man fühlt ihn auch hier und da, aber letztendlich wird er Normalität und mit über 200.000 angegebenen Faltvorgängen macht man sich auch wirklich keine Sorgen zur Langlebigkeit. Der Knick ist bei Huawei und Motorola dezenter und die schließen auch perfekt flach, aber sie sind halt auch weniger wasserfest. Nur Samsung schafft 30 Minuten bei 1,5 Meter Tiefe im Wasser. Ich traute mich nicht wirklich das auszuprobieren, aber vielleicht seid ihr da ja mutiger. Weil das Flip insgesamt kleiner ist, sind auch die Displayränder etwas dünner geworden und immer noch perfekt symmetrisch. Stereo-Lautsprecher und einen X-Achsen-Vibrationsmotor gibt es weiterhin. Beides hat mir sehr gut gefallen. Im Flip 4 steckt glücklicherweise kein Samsung Exynos, sondern ein Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor. Das ist der beste Prozessor, den man gerade kaufen kann und das zeigt sich. Die Performance ist im CPU-Bereich 24% besser als beim Galaxy S22 und bei der GPU sogar 45% und das alles innerhalb eines halben Jahres. Nur leider wurde ich vom Kühlsystem etwas enttäuscht. Nach 20 Minuten Dauerbelastung sank der Wert um satte 60%. Das ist deutlich mehr als bei einem OnePlus 10T mit demselben Prozessor, denn das sank nur um 15%. Aber immer noch ist der Wert am Ende des Tages 33% besser als im Galaxy S22. Tja, und deswegen ist das hier alles in allem auch das schnellste Samsung-Smartphone und es fliegt nur so durch die Software. Das Flip 4 fühlt sich direkter, schneller und stabiler als ein Galaxy S22 an. Noch schneller laufen nur Smartphones mit reinem Android.
Samsungs eigene Oberfläche One UI ist nämlich ganz schön umfangreich. Das Gerät erkennt, wenn es halb gefaltet dasteht, und man kann einfach Texte aus Bildern herauskopieren. Außerdem gibt Samsung für Android einmalige 4 Jahre Android und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Das finde ich wirklich lobenswert. Der Snapdragon 8 Plus Gen 1 ist aber nicht nur schneller, sondern vor allem energieeffizienter, und zwar 30%. Und der Akku hier drin ist jetzt 15% größer, nämlich 3700 mAh. Und wer jetzt denkt, also 45% mehr Akkulaufzeit, ja, der ist leider schlecht im Prozentrechnen und wird enttäuscht werden, denn 45% ist die Akkulaufzeit leider nicht besser, sie ist nur etwas besser. Ich konnte in meinem Alltag ca. 4 Stunden Displaynutzung hinbekommen, dafür habe ich es ganz normal benutzt. Wenn ich jetzt aber das neue Leistungsprofil auf leicht stelle und den Dark Mode reinmache und viel im WLAN bin, dann kann ich vielleicht mal bis zu 5 Stunden erreichen. Auf der anderen Seite, wenn ich aber viel unterwegs bin, im Urlaub, die Kamera viel benutze, in praller Sonne herumlaufe, dann wird die Akkulaufzeit eher bei 3 Stunden Displaynutzung sein. Das ist jetzt immer noch kein phänomenaler Wert, aber immerhin auf Augenhöhe mit der Galaxy S22 Serie und das trotz der kompakten Größe. Gut finde ich, dass das Flip nun 60% schneller lädt. Mit den 25 Watt dauert es 30 Minuten auf 50%. Das heißt zwar, dass man es immer noch nicht gerade eilig haben darf, aber es ist okay. Wireless sind 10 Watt unterstützt und umgekehrtes Wireless Charging gibt es auch. Die dritte große Änderung betrifft die Kamera. Der Hauptsensor ist angewachsen und fängt 65% mehr Licht ein. Die Linsen stehen deswegen etwas weiter heraus. Die Auflösung beträgt weiterhin 12 Megapixel und die Blende f1.8. Die Fotos sind poppig und hell. Farben erscheinen lebendig, die Schärfe ist gut, aber nicht ganz auf dem Niveau von aktuellen 50 Megapixel Sensoren. Die Verschlusszeit war mir gerne mal etwas zu langsam, denn man sieht, wie Menschen verwischen, die durchs Bild laufen. Enttäuscht hat mich der Vergleich zum Vorgänger. Die Fotos sind praktisch identisch und das trotz des größeren neuen Sensors. Also da habe ich mir wirklich mehr erhofft. Wenn es Samsung nicht gesagt hätte, würde ich meinen, es ist dieselbe Kamera wie im Vorgänger. Der Ultraweitwinkel ist sogar haargenau derselbe wie im Vorgänger. Heißt 12 Megapixel, kein Autofokus, kein Makromodus, aber ein sehr weites Sichtfeld. Die Qualität ist am Tag vollkommen okay. Er könnte etwas schärfer sein und die Verzerrung an den Rändern ist relativ stark, aber wenn es dunkler wird, dann habe ich eigentlich immer die Hauptkamera genutzt, weil die Bilder vom Ultraweitwinkel schnell rauschen. Die Selfie-Kamera ist auch nur okay, aber das Coole am Flip ist natürlich, dass man sehr einfach Selfies mit der Hauptkamera machen kann und die sind dann phänomenal. Wenn man sich ansieht, wie die Kameras von Huawei und Motorola in ihren kompakten faltbaren Smartphones sind, dann hat Samsung mit dem Flip wirklich einen soliden Job gemacht. Es gibt leider immer noch keinen optischen Zoom, aber man kann es hinstellen wie ein Stativ und das ist wirklich super zum Filmen oder zum Fotografieren mit Timer-Funktion. Fazit: Das Galaxy Z Flip 4 ist die Evolution einer Revolution und jeder, der ein Flip 3 hat, sollte es auf keinen Fall kaufen, aber jeder, der jetzt denkt, vielleicht sollte ich mir mal ein faltbares Smartphone kaufen, der bekommt hier eines mit überraschend wenigen Kompromissen. Im Endeffekt ist das hier ein faltbares Galaxy S22 Plus und hat dafür keinen optischen Zoom und eine etwas schlechtere Akkulaufzeit, aber dafür auch den besseren Prozessor und man kann es halt falten und halb gefaltet hinstellen und es ist insgesamt deutlich kompakter in einer Tasche. Jetzt ist der Preis mit 1100 Euro immer noch ganz schön hoch, aber mit der Vorbestellerprämie relativiert sich das ein bisschen und wenn es wie beim Vorgänger ist, werden wir auch hier im Laufe der Zeit einen Preisverfall erleben und dann ist dieses Gerät hier auf jeden Fall super interessant und sind wir mal ehrlich, Konkurrenz hat es sowieso nicht in Deutschland, also wenn ihr ein faltbares Smartphone wollt, dann wird es wohl dieses hier werden.